So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Metro Exodus. Oh, bin total voll gefressen. So, wenn ich ehrlich sein soll, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hier sind, was wir hier machen. Ich guck mal vorsichtshalber nach. Das sieht so aus. Oh. Okay, da hinten knurrt auch schon was. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ach, genau, jetzt weiß ich es wieder. Halt hier. Ne, halt, Tab war das, gell? Ach, genau, wir waren mit dem Boot. Wir waren mit dem Boot hierher gefahren. Eins und vier habe ich abgeknallt. Gib mir meine Shotgun her. Das sieht man auch nicht. Was ist denn das jetzt? Ah, hier sieht man. Ne, warte mal. Nur bei der Shotgun was gesehen? Ne, bei der Shotgun hat man auch nicht gesehen. Ach ja, guck mal, das ist so mädchenhaft hier. Naja, undeutlich sieht man es. Also irgendwas fiebt ja hier, gell? Hier. Wo will ich dann? Ich sehe nicht. Ach du Scheiße, was machen wir hier? Naja, warte mal, ich gehe erstmal hier rüber. Bleibt mir nur fern, ihr Mistviecher. Sonst Beule. Was? Du brauchst nicht zu denken, dass du fortkommst hier, du. Ich trage das. F 45. Oder meistens ist es die hier. Mit diesen Schell. Was ist denn jetzt? Och. Ey, sag mal. Wieder zurück. Ach Scheiße. Weiß Gott, das Ding geht hier langsam unter. Ey, du bist viel. Ich rutsch hier wieder zurück. Was hat mir mein Ding ja kaputt gemacht? Meine Maske. Lektor wieder. Hier am besten auch. Oh, die Schweine, die Schwarzen. Ekliges Viehzeug, haut bloß ab. Ist ja abartig. Meine Fresse, du Dreckvieh. Voll gerutzt. Du bist vier, hast mich gerade voll gerutzt. Ah, hier. Shotgun.
letzten Sekunden filtern, na geil. Noch so ein Vieh. Ey, komm her. Dreckvieh, verdammtes. Wo muss er herkommen? Was? Fliegt schon wieder hier? In welche Richtung? Ich sehe es nicht. In welche Richtung es fiebt. Ah, in der Richtung. Alles klar. Leckt immer noch wie so. Der Kollege hier was für mich. Hä? Wie kann ich das nicht öffnen? Hallo? So, und jetzt? Ah, hier fiebt was. Und jetzt? Eine ist schon hier lang. Also Rotze. Jetzt los. Hey. Der Wurm hat sich geschnappt. Jetzt mich nicht erst looten lassen können. Keiner mit einer Maske. Hat mir das viele, so eine fiese Maske kaputt gehauen. Hier kann ich sie reparieren. Hier kann ich sie reparieren. Nochmal hier auf Filter. Noch da unten. Noch der Filter. Hey, da war ein Filter drin, ich will mich verarschen. Oh, hier kann ich sie reparieren. Wo ist meine Maske? Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Hier muss ich haben. Oh, F. So. Ich nehme mal das hier. Da hat man das. Okay, hier war das und hier war die Fieberei. So. Total eingesaut, die Dinger.
irgendwelche Änderungen? Nee, gell? So, hier haben wir noch 30 Minuten. So, was haben wir denn? Shotgun? Leckt das wieder wie Sau hier. Zerleg mal. Hier ist auch voll. Voll. Was hab ich denn überhaupt für eine Flinte? Ach, ich habe jetzt die, habe ich ja jetzt. Die. Genau. Das ist hier. Ey. Ja, der Bohrer, ja, alle Armbrust, genau. So, das ist alles okay. Da will ich eigentlich rausgehen. So. F. Licht an. Spott aus. Ach so, hier, was gibt's denn hier? Semionic, lass alles stehen und liegen und bring spätestens morgen deine... Wir haben sie seit zwei Tagen nichts abgefackelt und wir stecken knietief in diesen verdammten Würmern. An jeder Wand sind Kolonien. Die Mistviecher spucken jetzt auch noch irgendeine Scheiße. Daher ist das Krankenlager auch voll. Keiner mehr hier, der die Arbeit machen könnte. Wenn ich mein Pensum nicht schaffe, nehmen sie mich von der Versorgungsliste. Dann steckt ihr in euren sauberen Stationen aber wie Sardinen in der Büchse. Denn entweder sind es die Würmer hier im Lager oder die Baumaterialien in deinen untätigen Händen. Lass mich dieses Mal nicht hängen, Mann. Ich habe 2 Tonnen Blech und eine weitere Tonne Stahlträger hier. Aber wenn du deinen verdammten Arsch nicht herbewegst und die ganze Scheiße eigenhändig verbrennst, kommt der ganze Wind auch zu euch. Denn wir werden hier bei lebendigem Leib gefressen. Ja. Hat irgendwie nicht geklappt. So. Was piepst hier? Jetzt hat gerade was angepiepst. Ja, und nun, ne? Ah, doch, ich hab's gelernt. Also, krabbeln wir da durch. Da rotzt mich schon wieder irgendwas an. Nein, das will ich haben. Dreck, wie verdammtes. Ach, hier hinten. Ach, das ist eine Schlitterpartie hier. Man schlittert hier mehr durch die Gegend, als man durch die Gegend läuft. Was? Wer? Hey, du Rotzsau, du Verdammte. Ach, da rotzt Würmer hier. Die verdammten. Wo ist es? Was hab ich, Schweinewürmer? Ich glaube, ich muss schon wieder. Ich gehe noch mal
zurück, ich repariere nochmal die Brille. Das hat keinen Zweck. Das hat keinen Zweck. Hä? Oder ist das nur... Nee, das ist nicht nur Wasser, gell? Von welchem Panzerglas? Von welchem Panzerglas? Guckt euch das an, gell? Ach, halt, Munition gleich noch machen. Ammo. So, jetzt. Meine Flinte schon wieder angeknackst. Hier fehlen noch Filter. Nee, hier geht's hoch. Hat mir nicht gefallen. Dreckvieh. Kommt doch wieder. Gehen wir mal schneller. Na, wo bleibt er? Da ist er. Da hinten. Hab ich ihn erwischt diesmal? Nee. Da ist er. Lebt immer noch das Mistvieh. Wie seid muss er? Oh. Ja, jetzt kommt er wieder hier. Oder 3 abgekriegt. Kommt doch wieder von hier. Schneller. Jetzt macht er wieder drüben lang. Jetzt macht er die Runde, kommt er wieder hier, ja. Ich glaube, ich muss sogar hier runter. Ach, was haben wir eigentlich? Aha.
Teufel eine Granate, ich muss immer so dazu sagen. Weit geworfen. Mistvieh. Na komm. Ich muss weiter runtergehen. So, das ist schnell zu viel hier mit dir. Hier geht's nicht lang. Geht's jetzt? Ach, hier geht's lang. Alles klar. Nee, Moment mal, hier sind wir doch. Hä? Hier sind wir runtergegangen. Dann sind wir hier lang. Ja, hier. Hier waren wir überall schon. Hier hat das Vieh irgendwas reingezogen. Nee, Quatsch. Dann sind wir hier lang. Die Treppe hoch. Ach nee, nicht die Treppe hoch. Wir haben dann hier... ging doch jetzt nur hier lang, dann bin ich hier durch, auf der anderen Seite Treppe hoch. Gab es noch einen anderen Weg? Ja, hier sind wir lang, hier die Treppe hoch. Dann habe ich das Vieh hier beschossen. Das fiebt mich an. Aha. Ach, schon wieder ein Köder da unten. Hätte ich auch doch gerade gedootet. Okay. Soll ich schon wieder mit so einem scheiß Boot fahren? Das war beim letzten Mal schon nicht lustig.
So, du bist noch geknackt. Ja. Was auch nicht im Web. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. So auch die Map. Na gut, dann halt. Dann rudern wir halt mal los. Das war beim letzten Mal schon so beschissen mit diesem Boot hier. Ja genau, jetzt kommt schon wieder so ein Vieh hier. Hau bloß ab, du Mistvieh. Sonst Beule. Oh, ich glaube, ich habe sie sogar alle Beete erwischt. Ha! Ich habe sie alle Beete erwischt, die Mistviecher. Aber also ich hätte mir vielleicht noch ein paar Dings machen sollen. Ach, was ist denn da los? Ganze Flinte voll. Na ja, komm hier. Was ist ein Filter? Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin soll. Hier durch? Oder was? Ne, komme ich doch nicht durch, oder? Doch, wie es aussieht doch. Na gut, rudern wir halt mal hier durch. Ja, das kann ja wieder lustig werden. Was hat jetzt dit gemacht? Aber zumindest haut jetzt die Bootssteuerung wieder hin, die er bei dem anderen Boot überhaupt nicht hingehauen hat. Aber was ist jetzt schon wieder los? Hier haut immer noch eine Spritze rein. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Was kommt denn da jetzt schon wieder? Irgendwelche Geister oder was? Jetzt sterbe ich oder was? Was ist denn jetzt? Hä? Ja, ja. Anna? Wieso Anna? Anna? Das kann doch eine Halluzination sein. Artyom, das kann nicht sein, dass die hier sitzt. Einfach so. Ach, jetzt gibt er sich die Spritze. Hup, jetzt ist es wack. Aber die wir von dem Kind gekriegt haben, die Spritze hat er sich jetzt gegeben.
Wenn man auch noch Flinte hat, ich muss hier, ja. Ach, hier. Nö, ach, hier. Wo ist denn jetzt? Also irgendwie will ich ja gerade nicht sehen. Was ist da vorne los? Ey, mir zerplatzt hier aus Dings. Ich weiß gar nicht warum. Oder oh, Schluten? Nee. Komm, geh mal hier rauf. Wieso Filter wechseln? Blutwechselfilter. Ich sag, hier ist hier die ganze Zeit. Was liegt hier an? Man sieht doch gar nichts. Ist hier oben Strahlung. Springen. Kirill, da wohnt, Kirill. Oh, was passiert, der ankommt? Das schlicht doch schon gerade irgendwas. Also machen sie jetzt eh auf Geister hier wie bei Stalker. Wollen wir schon wieder einen Filter wechseln? Na komm, treten wir die Hütte ein. Ach, was ist denn mit dem scheiß Kronleuchter hier? Die Schweibeln oder was? Oh, zur Hölle bin ich hier gelandet. Wo bin ich denn? Auch gar nicht so weit weg. Hier auch schon, wo muss ich her? Wo wie? Wohin? Ja, ich muss bestimmt hier runter. Aber er zeigt auf der Map. Geradezu zeigt er jetzt an. Ja, dit. Das scheint die Dings zu sein hier. Die Stromanzeige hier.
Oh, Strahlung bis zum Abwinken. Seid ihr denn wahnsinnig? Was ist denn jetzt? Jetzt sitze ich wie mal in einem Panzer. Seht ihr den Eingang zur Metro? Sprengt ihn! Benutzt einen Treibkäfig. Wir wollen hier keine Granatsplitter. Alles klar, sehr gut. Lichtschütze, Metro-Eingang, 11 Uhr. Treibkäfig! Ziel erfasst. Treibkäfig bereit. Feuer! Verdammt! Ende der Straße, Leute! Halt hier. Ach du Scheiße. Bin ich, wo muss ich hin? Keine Ahnung. Suchen wir weiter. Halt, was hat hier, der hat auch mal angezeigt, oder mir jetzt gerade. Ah ja, komm, weg hier. So lang. Hier rein. Zu. Keine Strahlung. So geleckt hier wieder. Hier ist gar nichts. Da hinten hustet der Geist. Geh weg, Geist. Hier. Ach du Scheiße, das war leck. Lass mich ja nicht sehen. Hier ist das Telefon.
Da hat doch gerade gefiebt. Ah, was haben wir hier für eine Tür? Ach, die war zu. Ja, hier ist ein Filter. Ach, der leckt mich doch am Arsch, Mann. Dann steigt die Strahlung wieder. Ne. Keine Strahlung mit dem Arsch gerade. Die her. Da kommt doch gleich irgendwas hier, hä? Naja, es fiebt hier auch nicht, das brauchen wir gar nicht reinzugehen. Da geht's nicht lang. Da hat was gefiebt, aber. Ist doch geil irgendwo. Ach, hier schwebt schon wieder irgendwelches Zeug. Oh, Scheiße, Strahlung. Weg hier. Was gibt hier Geräusche von sich? Geht doch bestimmt hier rauf, hä? Soll es sonst lang gehen? Oh. Mann, lass mich doch wenigstens schießen mal. Nimm doch mal deine Flinte in der Hand und verpratzel dem eben. Spiel, du Mistvieh. Du willst immer noch spielen, du Mistvieh, du verdammtes. Ach nö. Ich wundere mich, warum da nicht rennt. Oh Scheiße, hier ist er verstrahlt. Wieso? Ne, was ist denn hier los? Wie es aussieht. Warte mal. Muss hier rein. Ich glaube nicht, dass ich hier runterspringen soll.
und ist alles verstrahlt. Was? Ah. Leckt schon wieder wie Sau. Ach so, das ist wieder von der anderen Seite verschlossen. Na, ich schätze es schnell hier runter. Und irgendwo Strom hier hernehmen. Halt, halt, na, na. Hab ich was da heute hier? Ein Filter. Noch so ein Vieh. Finde ich auch nicht so toll. Ich habe bei dem anderen schon 20 Schuss gebraucht. Irgendwas fiebt hier noch und ich weiß nicht was. Ich habe Angst, dass du nicht zurückkommst. Hier, da Richtung. Hier, da. Komm einfach zurück, bitte. Ja. Komm nur zurück. Naja. Leckt hier wieder wie Sau. Wir wechseln mal den Filter hier, bevor du abgebitzt. Na, Teddy. Waffe wieder rumgesponnen, hat die aufgehört zu schießen mit dem mal. Ach man. Bis zum Kotzen. Das Lecken. Wo fiebt denn das nur? Irgendwas übersehen oder was? Ist noch irgendwas hier? Ah, hier. Hm. Sind das wieder von der Zigarette hier? Trunks, grüß dich!
es leckt und leckt und leckt. Oh, Strahlung wieder. Wie es aussieht. Was ist denn jetzt so? Komm hier, hab dich nicht gemeldet. Oh, Scheiße. Ach nee, nicht noch so ein Vieh. Das ist eine halbe Zoo, ja. Das ist normal, ja. Die letzten 17. Oh, das ist schon so viel. Aber wie? Nee, Hauptspiel. Okay. So, wo geht's jetzt weiter? Das leckt wie Sau hier. Ah, hier. Nicht schon wieder so ein blöder Affen hier, hä? Da geht er langsam mit dem Mund aus. Wenn die überall sich einen blöden Affen rumlaufen. Haben sie gesagt, da wäre die wären blind. Ist schon lang. Also jetzt schon wieder. Ach Mann, ne. Das ist nicht der Anja, die Anja ist tot. Das
so gut wie hier. Man nimmt dem Grippe die Maske ab, bist du bescheuert oder was? Oder dem Grippe die Maske, seine eigene Maske ist kaputt und er setzt die Grippe die Maske auf. Oh, soll ich rüberhüpfen? Ja, scheinbar. Na gut, dann. Okay. Ja, komm, es gibt Keule. Bin ich hier runter? Na komm. Ja, wieder mal ein Buch. Notiz. Ach komm, Herr Alf. Könnt ihr alle durchlesen hier den Scheiß. Okay. Irgendwas mit Strahlenschutzmittel schreiben sie. Das leckt wie Sau hier. Ah, jetzt geht das hier auch noch los. Guck nicht so. Ach du Scheiße, zwei Stück. Gehen wir hier lang. Wir hoffen, dass keiner von den Brüdern herkommt. Lang Scheiße, wo geht's denn lang? Ob die Brüder brennen? Burn, Baby, burn. Ganz gut abknallen, die Viecher. Ach, ich habe ja auch das Licht an, gell?
Nee. Okay, hier sind wir falsch. Was geht nicht einzuschalten hier? Ne, hier sind wir auch falsch. Was sagt der Filter? Nein, 30. Ist doch die Treppe. Hä? Wo geht's denn jetzt hier lang? Hier geht's nicht lang. Leck mich doch einer am Arsch. Wieso ich jetzt hier lang? Fäng ich hier den fest. Also ich das gefressen habe, wie ein von Schmierseife. Das war die Tür, wo man nicht rein kann. Was sagt man hier? Null. Na, hier komme ich doch nicht raus, oder? Nee. Das dachte ich mir doch. Da geht's nicht lang und hier geht's wieder nur runter. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt kacke. Weiß ich nicht, wo ich hier lang soll. Na, hier drüben, wo ich die zwei Arschgesichter weggemacht habe, ist doch auch nichts gewesen. War ja noch irgendein anderer Weg. Hier habe ich die zwei Kackpratzen gegrillt. Ne, hier geht es nirgends so lang. Ah, was haben wir hier Schönes? Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. So, also nochmal rauf. Ja, wo war das jetzt wieder? Wo war der Kasten wieder? Scheiße. So ein Mist. War der hier oder war der dort? Oder auf der anderen Seite? Nee, aber auf der anderen Seite. Ah, hier ist er. Ich schätze mal, jetzt geht das Tor da drüben auf. Ah ja. Sektor 2. Haben wir da draußen auch noch solche Elektroviecher? Na prima! Was? Ja, auf rumzuschnaufen, Mann. Hast du es nicht gefunden, Lilien? Was? Bist du schon in Ordnung? Ich weiß, du hast versucht. Ich warte auf dich. Ich möchte, dass du da bist, Mann. Das ist leer geräumt schon hier. Munikisten auch alle leer.
LED drücken. Ey, du blödes Teddy, du blödes Scheiß. Hast du vier? Vier! Ich geb dir eine Spritze. Na, träume mal jetzt nicht. Das träume da vor sich hin, jo. Komm hier, Spritze. Scheiße, so skriptete Scheiße. Ja, voll die Strahlung. Man gibt dir mal eine Spritze, Alter. Gefunden. Wehe, du stirbst. Denk nicht mal daran. Was soll ich dir denn dann sagen? Gute Frage. Nicht schlafen, Soldat. Jetzt nicht schlafen. Immerhin habe ich dich gefunden. Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom. Jetzt starb der Vater, ne, prima. Der hat mir doch die Spritze gegeben. Was? Ach, der Junge. Der Kleine. Du lebst. Du lebst. Ich dachte schon, ich wäre wieder alleine. Steh auf. Schnell. Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber... Da... Nibbelt, das lebt einer in der Vorder, nibbelt ab, ne, geil. Du kannst fahren? Ja, ich kann. Ah, wir fahren wieder. Ja. Er hat die Karte gefunden. Hat gesagt, Papa wäre ein echter Held. Dass er uns alle gerettet hätte. Auf dem Rückweg wurden wir von Mutanten angegriffen. Aber er hat sie alle erschossen. Ping! Genau zwischen die Augen. Wo geht's denn hier lang, Arschloch? Sagen wir das lieber, das interessiert mich mehr. Wenn nicht welche Spielereien du mit Mutanten gemacht hast. Dann kamen wir zum Fluss. Und da waren diese Würmer und tiefes Wasser. Also trug er mich auf den Schultern.
Noch Map kann ich auch nicht angucken. Na geil. Alleine wäre ich da nie rausgekommen. Ich bin ihm so dankbar. Euch beiden. Da ist der Mond. Wie schön. Ach, so viele neue Sachen. Der Mond. Ich wollte gerade sagen, der Sonne entgegen. Lena, was hast du mir hier von der scheiß Straße alles gesucht? Ich steh gar nicht. Und Waggons, alles zugestellt. Was? Wo geht's jetzt lang? Hier? Warte, ich lese gleich. Spannend wird's jetzt. Schon wieder hier, der Kollege ist doch gleich am Abnippeln. Hey, wach auf. Man hätte nicht bei dem Auto das Licht reparieren können. Bitte, nicht einschlafen. Wo lang? Geradeaus. Ich hänge. Jetzt. Na, geradeaus ging es doch nicht weiter. Gell? Ich wusste es doch, geradeaus ging das doch nicht weiter. Was ist jetzt? Der Kleine sagt nichts mehr. Nervan, was? Nervan oder so ähnlich. Der Urs hat scheinbar seinen letzten Pups getan. Was ist mit den Kleinen? Unser Lok. Mit Schneeflug.
ist denn jetzt? Schwarz. Ach, bei euch ist schon wieder was. Bei mir ist noch schwarz. Das ist jetzt zu Ende oder was? Das ist ja blöd. Also ich habe hier schwarz. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas. Jetzt ist es wieder schwarz. Vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Katja. Was machen wir jetzt? Sag schon. Eine Notfallsversorgung. Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Was war noch blöd? Ja. Länger am Leben halten, solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht einschlafen, Arjon! Du darfst jetzt nicht schlafen! Das ist so viel. Oh, Hallöchen, Arjon. Wie wäre es mit einem Spaziergang? Im Untergrund ist es doch langweilig geworden. Erst wach! Kannst du mich hören, Artyom? Wage es nicht, jetzt zu sterben. Bloß nicht! Du hast noch ein ganz... Kinder! Also kämpfe dafür! Kämpfe! Warum hast du aufgehört? Wolltest du nicht immer nach draußen? Hast du nicht die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Hier ist es viel besser. Das ist nicht dein Ziel, Artyom. Du bist noch nicht da, nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Gib mir deine Hand. Oh, du glühst ja. Naja, ich hoffe, mein altes Blut stellt mit deinem Kopf etwas an. Na los, auf geht's. Also gut, mein Freund. Zeit, dass etwas Qualitätsblut in deinen Körper kommt. Damit bist du im Nu wieder auf den Beinen. Oder ich fress meine Schuhe. Guten Appetit, Aljoscha. Lass mich los, Oberst. Das ist nicht mein Ziel. Hör mal, Artyom. Du hast eine Frau und musst mir dir Kinder zeugen. Und meine Verlobte ist noch immer in Moskau. Wir müssen in der Metro noch alles gerade rücken. Also wage es nicht, hier zu Sieh nur, Artyom. Der Baikalsee. Man möchte glauben, dass hier ein richtiges Leben möglich ist. Anders als in der Metro. Ich wollte nur sagen, dass du recht hattest, Artyom. Dass du uns rausholen, hierher bringen wolltest. Und ich, alter Narr, hatte einfach nur Angst. Angst vor dem Leben, wie ich jetzt begreife. Sieh mal, er lächelt. Er lächelt im Schlaf. Er scheint sogar etwas zu sagen. Diese Welt ist jeden Preis wert, Artyom. Du warst immer bereit. Und ich hing zu sehr an meiner Stellung. In der Metro. Ich entschuldige mich für das, was Anna zugestoßen ist.
dafür, dass ich dir die Schuld gegeben habe. Hätte ich nicht allen etwas von den Besatzungstruppen erzählt, wäre sie dort nie gestürzt. Artyom, ich flehe dich an. Stirb nicht. Bitte bleib bei mir. Ich will dieses Leben nicht, wenn du nicht Teil davon bist. Hörst du mich? Sieh mich an, Artyom. Sieh mich an, bitte. Tja, wegen Anna. Du wirst auf sie aufpassen müssen, nachdem ich das nun nicht mehr kann. Es ist mir egal, wie ihr zum Meer geht. Hauptsache, du bleibst bei mir. Ich versuche, sie abzuhalten. Sie kann kaum selbst stehen, will ihm aber all ihr Blut geben. Wenigstens hat das Medikament geholfen. Es ist ein Wunder. Ich habe eine Tochter. Aber ich wollte auch immer einen Sohn. Einen richtig sturen. Genau wie ich. Wie du. Es gefällt mir hier wirklich gut. Es ist so sauber. Ich möchte hier bleiben. Für immer. Kannst du das bitte für mich arrangieren? Und das Wichtigste überhaupt. Meine Zeit ist abgelaufen, Artyom. Jetzt bist du an der Reihe. Führe sie an. Vergiss nicht, dass ich den Orden gegründet habe, um Menschen zu retten. Alle Menschen. Artyom, vergiss das nicht. Denn ich hatte es vergessen. Auf Wiedersehen, Kommandant. Zeit aufzuwachen. Na los, erhebe dich und glänze, mein Sohn. Ich glaube, es geht ihm besser. Er braucht nichts mehr. Du auch, Anna. Es geht dir auch. Wir haben den Ort aus meinem Traum gefunden. Dieser Hügel am Ufer des Baikalsees, zu dem Miller mich mitgenommen hatte. Ein sauberer Ort. Genau wie er sagte. Alles ist hier sauber. Wir haben ein neues Zuhause gefunden. Am Fuß eines Hügels mit Blick auf einen See. Ein Zuhause, in dem unsere Kinder aufwachsen können, die nicht in feuchten und dunklen Tunneln, sondern unter blauem Himmel und heller Sonne geboren werden. Meine Damen und Herren, als ranghöchster Offizier möchte ich vorschlagen, die Kommandantur des Ordens auf Artyom zu übertragen. Einstimmig angenommen. Also, wie lauten Ihre ersten Befehle, Herr Kommandant? Hütten bauen, Babys machen. Ich würde sagen, wir gehen alle nach Hause. Aber dieses Zuhause scheint für uns zu groß zu sein. Ihr wisst schon. Der Oberst sagte, er hat den Orden gegründet, um Menschen zu retten. Alle Menschen. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir diese Pflicht erfüllen. Es ist zu Ende, oder was? Schade. Ja. Ja, ich habe ja auch versucht, das beste Ende frei zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Enden sind. Aber ich habe ja alle leben lassen, habe höchstens eine Kante gegeben, weißt du? Und habe dann auch mal nachträglich wieder geladen, wenn ich aus Versehen ihn weggeknallt hatte, den ich nicht hätte abknallen sollen. Hier zum Beispiel immer in der Mine hier, wo da so ein paar Verwundete rumlagen. Da habe ich erst auf die geschossen. Da hat es aber gleich so ein Geräusch gegeben. Dann im Leben gelassen. Ja, also war ein schönes Spiel. Allerdings
technisch gesehen war das Spiel die letzte Scheiße, was habe ich noch nie erlebt. Gell? Also das Schlimmste, was ich da erlebt hatte, das war damals bei Call of Pripyat, dass das so geleckt hat, so grundlos, auf gut Deutsch gesagt, geleckt hat. Aber das war ja die absolute Härte. Weißt du, wenn ich da an Spiele wie Far Cry 5 denke, die eine Grafik haben, die einen umhaut, und dann kommen sie mir mit solchen Scheiß hier, auf gut Deutsch gesagt, weißt du, da kannst du ja zum Schwein werden. Nicht gegen das Spiel war spitze, war wirklich sehr gut gemacht mit den Filtern und alles, weißt du, mit dem selber Basteln von Filtern und Munition und so, mit den Waffen, weißt du, wirklich absolut spitze, gell? Aber, technisch gesehen, der letzte Dreck, ich weiß nicht, was das für eine Engine ist, die da genommen haben, aber die kannst du nur nehmen, kannst du eine Tonne kloppen, denn die taugt überhaupt nichts. Ja. Ja, ich dachte, es steht mal noch da, was das für eine Engine ist, die da genommen haben. Okay. Das ist wirklich die grottigste Technik, die ich je erlebt habe. Wie gesagt, bei Call of Pripyat, weißt du, Stalker, Call of Pripyat, weißt du, das war schon heftig, weißt du. Egal, was du da für einen Computer hattest, es hat geleckt, weißt du. So. Aber das hier, das war ja die absolute Härte. Okay, also, das Ding hat Ressourcen gefressen, das Spiel, okay, bis zum Abwinken. Okay. Wenn du dann halt noch zusätzlich streamst, weißt du, ist es natürlich nachher die Oberhärte. Okay. Habt ihr bei den ersten Teilen gemerkt, ab dem 10. Part ging es ja nachher, da habe ich dann hier die Übertragungsrate hier beim Dings hier, beim Stream, die habe ich dann runtergesetzt auf 1280 mal 720 habe ich die runtergesetzt, dass, also, dass ich eine grottige Übertragung habe, aber zumindest ein gutes, bisschen weniger lecken, weißt du? Und trotzdem hat es noch geleckt ohne Ende, gell? Ja, auf jeden Fall, die ersten beiden Metro-Teile, deswegen hat mich das ja auch so geschockt, auf gut Deutsch gesagt, die ersten beiden Metro-Teile, die waren absolut sauber, da hat nichts geleckt, nichts geruckt, weißt du? Und dann kommen die mit so einem Schrott daher an selbst beim Abspann leckt. Das muss man sich mal vorstellen. Das leckt sogar beim Abspann. Wo nur noch ein Bild und ein bisschen Schrift ist. Weißt du? Und selbst beim Abspann hat es jetzt gerade geleckt. Gell? Ich mache hier nichts irgendwie, gar nichts. Gell? Also, war Hammer. So, aber jetzt ist. Ja, machen wir hier den. Hätte jetzt noch ein bisschen weitergehen können. Wäre nicht schlecht gewesen. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt noch ein Metro kommt oder ob es das war. Ich weiß es nicht. Ja, ich sag ja, bei Dings keinerlei Ruckeln, bei Far Cry 5 ja überhaupt kein Ruckeln. Und wenn ich mir überlege, was das für eine Grafik war, weißt du, die einen wirklich aus den Socken gehauen hat, weißt du, und dann kommen die mit so einem Spiel einer her. Wie gesagt, die Grafik war jetzt auch nicht schlecht. Ich habe ja hier, ich weiß nicht, aber gehen wir in die Option rein, dass man das mal sieht. Ich habe ja hier quasi alles runtergeschraubt. Die Qualität auf niedrig, weißt du? So, hier, was war Bewegungsunschärfe? Hier unten irgendwelches Getrümpel. Was ist denn hier los? Hier habe ich statt 16 auf 4-fach. Weißt du? Alles ausgeschalten, was auszuschalten geht, und trotzdem so eine grottische Technik. Okay? Also, wie gesagt, erinnert mich extrem an Call of Pripyat. Es gibt noch DLCs. Habe ich aber nicht DLCs. Hier. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Ach, ich habe hier irgendwo drauf geklickt und jetzt tut er hier den. Was macht er jetzt hier? Dieses hier fortfahren.
Was? Anzeigen hier, Mann. Ein Scheiß. Warte mal, ich schalte mal hier um.